Im Folgenden möchte ich Ihnen den Dijkstra-Algorithmus vorstellen, mit dem Vortrag Dijkstras Algorithmus für Pyromanen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Student, der mit der Bahn pendelt, und der Student, der möchte vor Vorlesungsbeginn am Markt sein Pausenbrot kaufen. Da er in Eile ist, will er den kürzesten Fußweg vom Bahnhof aus suchen. Er hat einen Lageplan und fragt sich damit, wie lange er denn gehen müsste. Der Lageplan sieht so aus, dass er am Bahnhof ist und er möchte gern zum Markt gehen. Was er nun macht, ist, dass er die wichtigen Kreuzungen, wo er eine Entscheidungsmöglichkeit hat, einen verschiedenen Weg einzuschlagen, die markiert er als Knoten, und die Wege, die verbinden die gezeichneten Knoten, sodass wir hier ein Graphenmodell aufgebaut haben. Und die Idee ist, dass wir vom Bahnhof, das ist unser Startknoten, zum Markt gehen möchten. Das ist der Zielknoten. Und die Länge einer Kante widerspiegelt die Kosten, also wie lange das ich brauche, um von A nach B zu kommen. In unserem Modell machen wir eine kleine Vereinfachung in dem Zusammenhang, dass wir die Kilometerzahl abgerundet haben. Und die Frage ist nun, was denn der kürzeste Weg ist. Und das ist der Weg, deren Summe der Kartenkosten minimal ist. Nun kann man sich einfach mal ein paar Wege sich überlegen. Zum Beispiel den gelben Weg hier oben. Wenn ich hier den gelben Weg entlang laufe, dann habe ich als Kosten 2 plus 1 plus 2 plus 2 mal die 3 plus 2 ergibt 13. Und hier unten habe ich 3 plus 4 mal die 2 plus 4, das ergibt 15. Also ist der blaue Weg länger und beziehungsweise hat höhere Kosten als der gelbe Weg. Also unsere Problemstellung ist die Suche nach kürzesten Wegen. Und das Problem ist, dass das Austesten aller Wege sehr lange dauern kann, wenn ich viele Kanten habe. Also ist die Fragestellung, gibt es denn einen effizienten Algorithmus? Und ja, den gibt es. Das ist zum Beispiel der Dijkstra-Algorithmus, den man für diesen Problem, für dieses Problem verwenden kann. Das ist unser heutiges Thema. Gegeben ist also ein ungerichteter, gewichteter Graph V, E und C, wobei V die Knoten sind, E die Kanten, und C ist eine Kostenfunktion, die eine Kante auf eine Zahl abbildet, die nicht negativ ist. Also eine positive Zahl abbildet. Wir können diese Kosten von einer Kante auf einen Pfad P übertragen. Zum Beispiel einen Pfad, der k Kanten hat, wie hier unten zu sehen, indem wir einfach den Pfad entlanglaufen und die Kosten all seiner Kanten aufsummieren. Und das ergibt uns dann CP, die Kosten des Weges P. Damit können wir dann die Distanz berechnen zwischen zwei Knoten U und W, die gegeben ist durch die Funktion D, die einfach das Minimum zurückgibt der Kosten aller Pfade, die von U nach W verlaufen. Hier nehmen wir an, dass die beiden Knoten U und W mit mindestens einem Weg verbunden sind, ansonsten macht die Definition hier keinen Sinn. Und wenn U gleich W ist, dann nehmen wir an, dass die Distanz 0 ist, weil wir bereits schon dort sind. Das Ziel ist, gegeben einem Startknoten S, dass wir die Distanzen zwischen S und allen Knoten berechnen möchten. Also das ist eine Verallgemeinerung zu dem, was der Student als Problem hat, denn er hat nur einen Zielknoten. Aber wir können das Problem damit auch lösen. Nun, unsere heiße Idee ist nun, dass wir die Kanten durch Zündschnüre repräsentieren. Und wir legen ein Feuer bei dem Startknoten S an zum Zeitpunkt 0. Und was wir machen ist, wir schauen zu den verschiedenen Zeitpunkten, wo lang das Feuer entlang läuft. Also die Idee ist, dass dieses Feuer an den inzidenten Kanten von S nun ja, sich breit macht. Und wir sagen, dass alle Kanten inzident zu S Feuer fangen. Und das Feuer an der Kante E braucht genau so viel Zeit, wie die Kante an Kosten hat.
Nun, wenn das Feuer zum Beispiel zum Zeitpunkt 2 den Knoten U erreicht hat, dann schreiben wir in den Knoten U diesen Zeitpunkt rein. Also das ist dann quasi der Label von U. Und wir fahren dann rekursiv fort. Das heißt, hier an U nehmen wir all die inzidenten Kanten und geben hier das Feuer rein. Wir nehmen zusätzlich an, dass abgebrannte Kanten nicht erneut Feuer fangen können. Das heißt, das Feuer würde von U nicht zu S wieder zurücklaufen. Wenn wir dieses Beispiel jetzt auf das Problem von dem Studenten übertragen, dann haben wir hier dieses Feuer. Und das Feuer breitet sich dann nach den Zeitpunkten nach und nach aus. Sehen wir in dem kleinen Beispiel, haben wir jetzt hier diesen Knoten hier erreicht, dann diesen Knoten hier. Zum Zeitpunkt 4 sehen wir, dass kein weiterer Knoten erreicht wurde, aber beim Zeitpunkt 5 gleich drei Knoten gleichzeitig. Aber die Feststellung ist, dass sobald wir einen Knoten erreicht haben, dann wissen wir, in welcher Distanz wir diesen Knoten erreichen können. Das heißt, es ist auch die kürzeste Zeiteinheit, um von dem Startknoten zu dem jeweiligen Knoten zu kommen. Warum das so ist, zum Beispiel kann man so sehen, dass obwohl hier diese Kante noch nicht abgebrannt ist, oder besser noch in dem größeren Beispiel zu sehen, diese Kante hier, wenn ich von hier zum Beispiel vor dem unteren Feuer nach oben laufen würde, würde ich den oberen Knoten zum Zeitpunkt 7 erreichen. Und ich würde eine andere Lösung bekommen, nämlich dass ich zum Zeitpunkt 7 von diesem Weg hier diesen Knoten erreichen kann. Aber der ist natürlich länger als den bereits gegangenen Weg, den das Feuer für mich erreicht hat. Und von daher kann man sehen, dass das Feuer tatsächlich die kürzesten Distanzen, also die richtigen Distanzen vom Startknoten aus berechnet. Wenn ich das Feuer komplett durchlaufen lasse, dann kann ich hier aufhören, wenn ich den letzten Knoten mit dem Feuer erreicht habe. Und damit habe ich auch das Problem des Studenten gelöst, denn ich kann sehen, dass der Student zum Zeitpunkt 13 den Markt erreichen kann. Nun, das heißt, sobald ich alle erreichbaren Knoten auch mit dem Feuer erreicht habe, bin ich mit der Berechnung fertig. Ich habe alle Distanzen berechnet und das Problem damit gelöst. Das Unschöne ist aber, dass die Zeit abhängig ist von den Wegkosten. Und wenn man sehr feingradige Wegkosten hat, zum Beispiel im Meterbereich, dann können das sehr große Zahlen sein. Und ich müsste für jeden Zeitabschnitt schauen, wie sich das Feuer weiterentwickelt. Und das kann sehr zeitintensiv werden. Deswegen wollen wir die Zeit nur in Abhängigkeit der Anzahl an Knoten und Kanten haben. Also ich will wissen, wann der nächste Zeitpunkt ist, wann das Feuer einen Knoten erreicht und dort dann wieder eine Berechnung vollziehen. Dazu verwende ich die folgende Abschätzung, um diesen Zeitpunkt zu berechnen. Nämlich bevor eine Kante Feuer fängt, gibt das Feuer dem Endpunkt Bescheid, wann es ihn erreicht. Und diese Information hinterlegen wir in den Knotenlabeln wie vorher. Das heißt, ich weiß jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wo S Feuer fängt, an den adjazenten Knoten U und X, den Zeitpunkt, wann das Feuer von S aus gesehen die jeweiligen Knoten erreicht. Ich schreibe also jetzt hier schon den Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt 2 sehen wir, dass bereits U Feuer gefangen hat. Und nun gibt U rekursiv zu dem Algorithmus W Bescheid, weil W jetzt adjazent ist zu dem Knoten, der Feuer gefangen hat, wann W von U das Feuer bekommt. Nämlich zum Zeitpunkt 3 plus 2, was 5 ist. Nun kann es sein, dass zum Beispiel ein anderer Nachbarknoten von W Feuer fängt, zum Beispiel X. Und das Feuer von X schneller W erreicht als das Feuer von U. Und dementsprechend kann ich hier mit dem Feuer von X das Label von W erniedrigen. Man spricht auch von Relaxion in der Fachsprache.
Ich kann also mit dem Feuer von X W zum Zeitpunkt 4 erreichen und kann dann das Level von W auf 4 erniedrigen. Das kann man jetzt wiederum auf das Problem des Studenten übertragen, indem dass ich hier bereits weiß, vom Startknoten S aus, wann das Feuer die adjazenten Knoten erreicht. Zeitpunkt 2 hat es vorher den Knoten hier erreicht und habe dementsprechend Informationen an den nächstliegenden Nachbarknoten über das Feuer. Oder hier weiß ich bereits für diese vier Knoten, wann das Feuer sie erreichen würde. Das Ganze kann man jetzt so formalisieren, dass wir die Knoten durchnummerieren von 1 bis n, wobei n die Anzahl der Knoten entspricht. Und wir damit n, höchstens n Zeitpunkte haben und nämlich zu jedem Zeitpunkt dann, wenn das Feuer einen Knoten erreicht. Am Anfang initialisieren wir jeden Knotenlevel symbolisch mit unendlich und erstellen uns eine dynamische Menge S, die alle Knoten verwaltet, die bereits vom Feuer erreicht wurden. Zum Beispiel am Anfang beinhaltet S nur den Startknoten. Wenn wir das Feuer langsam sich ausbreiten lassen, zum Beispiel beim Zeitpunkt 5, haben wir bereits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knoten in S abgespeichert. Was noch wichtig ist, ist, wie wir zum Beispiel die Level repräsentieren. Aber jetzt wissen wir, dass wir die Knoten von 1 bis n durchnummeriert haben. Deswegen können wir die Level in einem ganz normalen Integer-Array der Länge n abspeichern. Zum Beispiel für den Knoten v dann in der Position, was v als ID hat, das Level von v hinterlegen. Was wir jetzt nun brauchen, ist eine Klassifizierung der Knoten. Nämlich, wir haben folgende Invarianten. Drei verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist, dass wenn V, also ein Knoten, bereits in der Menge S ist, dann hat das Feuer bereits V erreicht und damit wissen wir bereits mit dem vorigen Modell, dass in dem Level von V bereits die Distanz richtig abgespeichert ist. Das ist zum Beispiel hier für den Startknoten trivialerweise der Fall. Für die Knoten, die nicht in S sind und dessen Level wir noch nicht herabgesenkt haben, also initial bei unendlich sind, das sind diejenigen, bei denen weder vom Feuer erreicht wurden, noch deren Nachbarn vom Feuer erreicht wurden. Zum Beispiel W in diesem Fall. Das sind auch die blauen Knoten hier. Und die orangen Knoten hier sind die interessanten Knoten, bei denen die zwar nicht in S enthalten sind, aber deren Level bereits herabgesetzt wurde, weil ein Nachbarknoten bereits Feuer gefangen hat. In dem Zusammenhang zum Beispiel für U und X ist es der Knoten S. Und für diese orangen Knoten wissen wir, dass der Level mindestens der Distanz entspricht. Mindestens heißt, wir können weiterhin den Level herabsetzen. Es ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir uns W betrachten, denn beim Zeitpunkt 2 setzen wir das Level von W auf 5, weil wir mit dem Feuer von U mit dem Level 2 plus den W-Kosten 3 W im Zeitpunkt 5 erreichen können. Wenn wir aber das Feuer von X aus betrachten zum Zeitpunkt 3, dann können wir sehen, dass das Feuer von X W zu einem besseren Zeitpunkt W erreichen kann. Und deswegen ist es interessant zu wissen, dass W weiterhin in diesem Zeitpunkt noch orange ist. Das heißt, dass wir W bzw. den Level von W relaxieren können. Nun ist die Frage, wann denn das Feuer W spätestens erreicht, weil wir müssen ja wissen, wann unsere nächste Berechnung vonstatten geht. Und das kann man so ausdrücken, dass wir uns alle Nachbarknoten von W anschauen, die bereits Feuer gefangen haben, und von diesem Nachbarknoten den Level nehmen und die Kosten, um von dem Nachbarknoten zu W zu gehen, hinzuaddieren.
und dann für alle diese Nachbarknoten hier dieses Minimum bilden. Und das gibt uns den Zeitpunkt, wann wir W spätestens erreichen können. Nun können wir damit auch den nächsten Knoten finden, der vom Feuer erreicht wird, indem wir nicht nur ein fixes W anschauen, sondern alle möglichen Ws, die in der Roche'schen Menge sind und für die, die das in den Level als Minimum haben. Denn dieses Minimum hier ist genau der Level, der hier abgespeichert wird. Das ist genau also hier beschrieben, nämlich dass der nächste Knoten, der noch nicht in S ist, den wir rausnehmen wollen, beziehungsweise derjenige, den wir als nächstes mit dem Feuer erreichen, ist genau derjenige, der den minimalen Level hat unter den Knoten, die noch nicht in S sind. Nun kann es mehrere solche geben und wir können einfach zufällig einen davon wählen. Es gilt dann, bis das Feuer diesen Knoten W erreicht hat, passiert nichts, denn das Feuer würde einfach nur entlang der Kanten laufen. Es ist zum Beispiel beim Zeitpunkt 3 der Fall, denn beim Zeitpunkt 3, nach dem Zeitpunkt 3, Zeitpunkt 4, haben wir keinen Knoten, den wir erreichen können. Aber beim Zeitpunkt 5 haben wir bereits drei verschiedene Kandidaten. Wenn nun das Feuer den Knoten W erreicht hat, dann fügen wir W in S ein und wir senden das Feuer dann zu den noch nicht erreichten Nachbarn von W aus. Zum Beispiel hier zu sehen haben wir ein Feuer links und rechts. Und das Feuer würde jetzt zum Zeitpunkt 6 W erreichen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir das Feuer weiter propagieren. Das heißt, wir schauen uns die Nachbarn von W an, die noch nicht vom Feuer besucht wurden. Das ist der obere und der untere Nachbar. Und überprüfen, ob das Feuer von W den jeweiligen Nachbarn schneller erreichen kann als ein anderes Feuer, das bereits den Level des jeweiligen Nachbarknoten gesetzt hat. Wie zum Beispiel hier von diesem Knoten aus hier erreicht das Feuer wegen den Kosten 5 diesen Knoten zum Zeitpunkt 9. Aber wir sehen, dass der Knoten W mit dem Zeitpunkt 6 plus den Kosten 2 den oberen Knoten zum Zeitpunkt 8 erreichen kann. Und dementsprechend können wir mit dieser Formulation hier den Knoten, also den Level dieses Knotens auf 8 heruntersetzen. Und damit haben wir den Dijkstra-Algorithmus, der wie folgt funktioniert. Ich habe am Anfang in der Initialisierung die Menge S, in dem nur der Startknoten S enthalten ist und dessen Level 0 ist. Also das heißt, dass S einfach Feuer fängt. Und wir propagieren gleich am Anfang das Feuer, das heißt, wir geben den Nachbarknoten von S Bescheid, wann das Feuer den Nachbarknoten erreicht, indem dass ich die Level entsprechend setze zu den Kosten der Kanten, um von S zu dem jeweiligen Nachbarn zu kommen. Was entspricht, dass ich das Feuer propagiere. Dann gehe ich in eine Schleife über, die ich so lange abarbeite, solange es einen Knoten gibt, der nicht in S ist, aber dessen Level ich herabgesetzt habe. Zum Beispiel am Anfang die Nachbarknoten von dem Startknoten. In dieser Schleife wähle ich den nächsten Knoten aus, der vom Feuer erreicht wird. Das ist derjenige mit dem minimalen Level, wie vorher beschrieben. Diesen Knoten, den lasse ich Feuer fangen, indem dass ich den Knoten zu S hinzufüge. Und nun propagiere ich das Feuer von dem Knoten W aus, indem ich für alle Nachbarn von W checke, ob ich den Level heruntersetzen kann, also die Relaxion durchführen kann, was ich hier unten mache. Nun zur Laufzeit ist zu sagen, dass die Initialisierung hier oben für die Menge S, das ist konstante Zeit, für das Senden des Feuers von S aus zu allen Nachbarn. Es kann höchstens n Zeit brauchen, denn S kann höchstens n Nachbarn haben. Die Schleife kann höchstens n Mal durchgeführt werden,
Denn für jeden Zyklus in der Schleife füge ich einen Knoten zu S hinzu und die Menge S kann höchstens alle Knoten beinhalten. Also am Schluss kann ich da keinen Knoten mehr finden, der nicht mehr in S ist. Anschließend, kann ich das Minimum suchen, also den nächsten Knoten, der noch nicht in S ist. Das kann ich auch in Ordnung von n Zeit machen, denn es gibt nur n verschiedene Knoten und ich probiere einfach alle aus, naiv. Dann das Einfügen ist konstante Zeit und dann für die Relation, das heißt, wenn ich einen Knoten W besucht habe, suche ich mir alle Nachbarn aus, die noch nicht vom Feuer besucht wurden. Und das heißt, ich nehme alle Kanten, die noch nicht vom Feuer besucht wurden. Und da kann man zeigen, dass mit einem Amortisationsansatz, dass wir höchstens diese Anweisung insgesamt in Ordnung von der Anzahl von Kanten durchlaufen. Und die Relation nimmt konstant viel Zeit, sodass wir auf eine totale Zeit von n für die Initialisierung plus n Quadrat für Anzahl der Durchläufe der Schleife multipliziert mit der Suche dieses Minimums plus e für die Relation für jeden möglichen Nachbarn haben. Nun, warum ist das nochmal genau Ordnung von e? Denn wir haben gesagt, dass wir abgebrannte Kanten nicht erneut vom Feuer besuchen. Das heißt, ich kann jede Kante nur ein einziges Mal besuchen und genau das mache ich ja hier in dieser Anweisung, indem dass ich alle möglichen Nachbarn checke, die noch nicht vom Feuer besucht wurden. Nun ist das Problem, oder das Unschöne, dass wir hier für diese Anweisung hier insgesamt n Quadrat Zeit brauchen. Und das kann man verbessern, indem dass wir effiziente Datenstrukturen verwenden. Wie zum Beispiel einen binären Heap. Denn mit dem binären Heap kann ich die Suche nach dem Minimum verschnellern, indem dass ich indem dass ich alle Knoten, die nicht in S sind, in einem Heap abspeichere mit dem jeweiligen Levelwert. Damit wird das Einfügen und Löschen in logarithmischer Zeit möglich und ich kann das Minimum hier oben in sogar konstanter Zeit bewältigen. Damit habe ich die veränderte Laufzeit von der Initialisierung hier wird etwas langsamer mit n log n, denn ich muss die ganzen Elemente einfügen und einfügen kostet mich log n Zeit pro Element. Dafür ist die Minimumsuche sehr schnell, nämlich in konstanter Zeit. Also das Einfügen von W in S bedeutet, dass ich W aus dem Heap entferne. Das kann ich wieder in logarithmischer Zeit bewältigen. Die Relation kann ich so realisieren, indem dass ich den jeweiligen Knoten aus dem Heap entferne und mit dem abgedateten Wert hier wieder einfüge. Insgesamt habe ich damit für die Initialisierung n log n, aber auch für die Schleife n mal log n plus für die Relation Anzahl der Kanten mal log n. Was jetzt noch folgen würde, wäre ein Beweis der Korrektheit, also warum, dass wir jetzt tatsächlich mit dem Dijkstra-Algorithmus die Distanzen richtig berechnet haben. Das zweite wäre, dass wir zwar nun wissen, in welcher Zeit es möglich wäre, einen bestimmten Knoten vom Startknoten aus zu erreichen, aber wir wissen noch nicht, welchen Weg wir denn nun letztendlich einschlagen müssen. Und schließlich kann man die Laufzeit verbessern. Zum Beispiel mit Fibonacci-Heaps würde es möglich, dass ich den logarithmischen Faktor von der Anzahl der Kanten entfernen kann. Weiterhin wäre interessant zu wissen, welche Verallgemeinerungen es gibt. Zum Beispiel, wenn ich
nicht positive Kosten erlauben würde, was würde passieren? Und kann ich Dijkstra auf einen gerichteten Graphen zum Beispiel ausführen? Vielen Dank fürs Zuhören.